Okay, wow. Wow. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. Fuck, Mann. Ah. Ach, diese Wichser. Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Ich weiß, du hast recht. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Code, das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Mädchen aus Haywood, die ihren Block für eine bessere Zukunft verlassen hat. Und jetzt tust du nichts anderes, als für ein paar Annie Scaffs zu jagen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Werd ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Oh ja. Ach, schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Ja, er hat völlig recht. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße. Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Ich kapier's zum Teil. Ich hab dir jetzt zugehört. Bist du glücklich? Ich hab nicht mal die Pillen genommen, siehst du?
jetzt auch ganz anders machen können, aber ich hab dir zugehört, dein Gelaber. Und ich hab das Gefühl, dass dieser ganze Dreck dich geiler macht als ich. Du siehst Schlimmeres in teuren Downtown-Apartments. Ich verstehe nicht, was meint ihr, lebt der Typ da oben noch? Sind. Der Laden erinnert mich an Dates mit meiner Ex-Frau. Dein ständiges Genöle übrigens auch. Ein ständiges Genöle, total. Für einen Arsch, Mann, okay. Wo fahren wir hin? Es ist... Wie spät ist es? Dieses blöde Licht hier. Das ist auch so ein komischer Bug hier. Den müssen Sie mal wegbekommen. Es ist am Abend. Wir können gleich noch einen wichtigen Quest machen. Jetzt können wir dann zu Chick-Chick Street. Verdammt, bin ich fertig. Takemura, ja. Es wäre jetzt ein bisschen unrealistisch, wenn der dort wäre, weil er ist jetzt gerade in dem Zimmer. Zum Erdgeschoss Notar. Jetzt gehen wir erstmal das hier. Wobei, wir könnten hier mal. Wenn wir schon hier sind, Graffiti. Nope. Na dann, einmal. Ich könnte Scorpions Dings da probieren. Doch geil aus. Muss ja immer wieder richtig Geld verdienen hier. Ich will eine richtig gute Waffe mal kaufen. Die kann man nur noch mit Geld bekommen. Ah, fuck. Okay, lass uns über die Prärie fliegen hier. Warte. Den hier. Hey! Panam! Ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit über den ganzen Kram mit Saul, über Mitch und Scorpion, über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe, verlassen. Ich dachte nicht, dass das alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will. Aber scheiße, bin ich wirklich frei? Wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hatte Mitch recht. Du solltest zurückgehen. Das ein für alle Mal klären. Und selbst wenn. Was ist mit Saul? Ich kann ihn nicht ändern. Und ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also bitte halt mir keine Vorträge über Kompromisse. Das wollte ich nicht, aber glaub mir, man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer einer Meinung ist. Das klingt vielleicht cheesy, aber es stimmt. Das wirst du schon sehen. Ja. Genau das. Genau so muss es sein. Oh yeah! Lass uns mal ein bisschen hier jumpen! Wow! Bam! Macht richtig Spaß hier mit dem Motorrad zu fahren hier, muss man schon sagen. Oh, der Shopplatz! Da lässt sich ja eigentlich immer irgendwas finden. Ich glaube, man könnte sogar hier die Leiche von dem Dex finden noch. Okay, schön. Boah. Da hat die Schwerkraft kurz ein bisschen ausgesetzt. Was sehen hier in Night City? Kellerman.
Ich freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernswerten Unfall repariert wurde. Es steht in Ihrer Garage für Sie bereit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und tausende unfallfreie Kilometer. Ja. So. Oh, der Weg hier mit den Graben ist furchtbar. Komm schon, das schaffst du. Springen. Oh. Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in Ihrer Nähe sein. Ich sehe mich schon mal um. Wieder. Lass mich wenigstens bitte die Karte noch bekommen hier. Schon wie. Hätte doch wohl hier hochkommen. Ach, hier ist es. Zurück der Wischen brauche ich als Server erstmal eins. Okay. Oh, dann nimm die wieder ein fest, hä? Geil. Gib mir mal mein Linksauto. Mein Outlaw. Ich hoffe, das wird jetzt keine wilde Verfolgung. Oh! Ja, fast von meinem eigenen Auto überfahren worden. Er ist mittlerweile wieder repariert. Perfekt. Es ist im Service mit inbegriffen. So, dann machen wir mal gucken. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel. Hä? Was, was denn? Denn? Alles. Die Stadt. Die Hektik, die Menschenmengen, das ist überwältigend. Dann ab nach Hause, in die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch fahren. Naja, ich fürchte schon. Okay, bring mich bitte dorthin. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Setz dich auf den Fahrersitz. Oh nee. Aber verlangsam. Ich muss mein schönes Auto. Und das Auto stehen lassen. Na super, ja. Den Schrott auf dem Fahren. Na ruhig, ich will nichts sagen. Stellarman ist Stellarman. Gutes Taxi dabei. Wir werden alle sterben. Ach. Quatsch. Ich kann mit Autos umgehen. Ich habe schon ein paar zu Schrott gefahren und die sind alle wieder repariert worden. Stopp. Moment, um mich zu beruhigen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, leck mich doch am Arsch! Nein, hier können wir nicht bleiben. Fahr weiter.
Dazu fällt mir jetzt wirklich schon gar nichts mehr ein. Gehe ein bisschen drauf. Nicht so schnell! Meine Güte, das ist nicht schnell. Das ist die Zukunft, Alter. Weißt du, wie schnell die Autos da fahren werden? Also eigentlich fahren können sollten. Ich habe heute noch was vor. Ich habe keine Zeit. Ich muss Gas geben. Wie gesagt, ja nichts wegen roten Ampeln. Ey. Toll, echt toll. Hier können wir nicht bleiben. Fahr weiter. 1 Kilometer, es ist nur 1 Kilometer. Komm. Nein! Ach, Gott verdammt! Hier können wir nicht bleiben. Fahr weiter. Okay, man darf wirklich nicht zu schnell fahren. Da steht es auch, man soll langsam fahren. Hallo, Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Darf ich fragen, wer ihr überhaupt seid? Du und dein Mann? Am Telefon möchte ich ungern ins Detail gehen. Bitte komm vorbei, dann besprechen wir alles weiter. Wie gesagt, die Sache ist etwas heikel. Und warum ausgerechnet ich? Gibt's einen Grund? Du wurdest uns empfohlen. Von wem? Das sage ich lieber nicht am Telefon. Können wir uns vielleicht treffen, um weiteres zu besprechen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Okay. Sieh mal an, irgendjemand ist auf mich aufmerksam geworden. Der ziemlich reich zu sein. Nicht so schnell! Ja, mittlerweile habe ich einen guten Ruf. Kommen richtig coole Aufträge. Endlich. Bin ich nicht mehr allein. War gar nicht so schlimm, ha? Es war ein Albtraum. Dennoch möchte ich dir danken. Na, siehst du. Ach. Okay, sprich mit... Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Hilfe. Ich habe Ihnen bereits einen Anteil Ihres Honorars überwiesen. Nice. Und jetzt bitte mein Auto wieder. Ich möchte zur Chick-Chick Street. Das ist doch der Auftrag, oder? Entschuldigung, ich gucke lieber nochmal nach. Ja. Entschuldigung, macht sich auch schon solche Sorgen. Hey! Hallo? Oh Mann, also diese Typen hier. Das ist wirklich schlimm. Okay, let's go. Der war vermutlich sauer, weil ich so einen guten Wagen hatte und wollte beschädigen. Kann es einfach nicht durch die Stadt kommen, ohne dass man mal Kratzer bekommt. Blöde Bitch. Moment mal. Was war da? Mox? Hey, was? Was ist hier los? Haben wir das verpasst hier? Egal. Niemand beleidigt den Max hier einfach mal. In gewissem Sinne könnte man sagen, ich gehöre zwar keiner Gruppe offiziell an, aber die Max sind mir am vertrautesten noch.
Ich meine, ich bin der Street Kid, von dem her passt es. Nein. Ich habe einen super Job. Und ich habe keine Zeit. Ich habe gehört, wenn Vako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel. Naja, was ist denn diesmal schon wieder? Heikel? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Vako. Der Job ist normal, aber der Kunde ist anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Weniger erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, gib mir die Details. Caroline Jablonsk, klingelt da was bei dir? Wurde kaltblütig ermordet. War vor ein paar Jahren groß in den Medien. Die haben den Typen eingesperrt. Aber jetzt kommt er vielleicht frei. Jablonskis Familie will endlich Gerechtigkeit. Deshalb sollst du ihn umbringen. Also, nichts einfacher als das. Jemanden ermorden? Aber ich weiß es nicht. Du willst, dass ich jemanden ermorde? Was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich, wie? Du weißt, dass Fische gefressen werden. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Nein, das ist genau aus wie hat eine... er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Ja, natürlich. Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke 6th und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück. Oh nein, ich weiß, was das ist. Das ist eine ziemlich große Sache und für die habe ich jetzt keine Zeit. Ich fahre lieber mit dem Auto rum, aber leider sind wir schon da. Ich möchte mal eines dieser komischen Dings hier ausprobieren. Dieser Mädchen hier. Ich wollte mal bei Nacht hier die Chixie Street. Dings da. Ich brauche ein breites Trost hier. Nach der ganzen Sache mit. Ich fühle mich einsam. Komm schon! Ja, komm schon, komm schon. Schneller Weg. Gib mir mal, wie komme ich da am besten hin? Ach, geht schon. Ich wollte mich schon immer mal hier ein bisschen umsehen. Was? Ja. Das ist die Chick-Chick Street, hm? Oh, hallo Schatz. Willst du mich verarschen? Was machst du hier? Du gehst mal an. Mäuschen, beruhig dich. Mach doch keinen Aufstand jetzt, bitte. Irgendwas zu kaufen hier auch? Oh ja. Habt ihr auch echtes Fleisch da? Du meinst von Tieren? Mach dich nicht lächerlich. Also nur wieder Chemie, ja? Also was das Essen betrifft, ist es hier echt mittlerweile zurückgeblieben alles. Was habt ihr zu essen? Sie selbst.
Ja, das ist vermutlich, sie weckte zumindest den Anschein, dass es Fleisch ist. Ich nehme heute mal einen Hotdog. Wir können uns ja noch mal ein bisschen was reinhauen. Saufen, Dings hier, ein Hotdog. Ja, gibt's zwei. Wo willst du denn hin mit deinem süßen Arsch? Schalt mal ab. Gönn dir ein bisschen Ganzkörperentspannung. Direkt hier? Eine Bordsteinmassage? Nein, nein, das kostet extra. Sorry, ich stehe mehr auf Frauen. Ja, wie es eben. Nutz deine Fantasie. Anders. Versuche ich ja. Aber ich habe trotzdem keinen Schimmer. Das hilft auf jeden Fall. Hast du was gefunden? Ich hab was, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Denn hier bin ich, Baby. Gehen wir irgendwo hin dafür? Oder ist das eher so eine Gassensache? Ich fick doch nicht auf der Straße. Hab eine eigene Bude. Okay, ich speichere mal. Okay, aber nur... Klar, hab grad nichts vor. Ja, kostet nicht viel. Komm mit, Baby. Das Ganze läuft natürlich ein bisschen zensiert ab, weil ich natürlich sonst... kann ja keine Sperrung riskieren und sonstiges. Deswegen hat sie heute mal ihren BH an. Normalerweise mache ich ja sowas nicht, aber da ich eh bald sterbe, will ich das Leben auskosten. Was für eine verrückte Nummer. Ich hab was, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Das ist wirklich hübsch. Ich guck mal zu Wakako. Hey, du bezahlst mich zu schlecht, ich kündige. Hey, was gibt's zu besprechen? Gar nichts. Mach weiter, mach weiter. Ich wünsche wirklich, könnt ihr spielen. Vielleicht kann man es ja am DLC dann. Diese komische Pyramide ist doch sicher ein Casino. So, jetzt gucken wir mal. Bei Fingers war ich ja schon einmal drin. Leon, was haben wir denn hier? Du was bist ja mal ein leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Oh Mann, darf ich kotzen? Dann hab eine Nachricht so. Für Fingers von den Tiger Claws. Und die Nachricht lautet: Zwei Wörter. Dringend und vertraulich. Soll heißen, du hast die Wahl. Welche denn? Ich kann dich fertig machen, weil du ein Lahmarsch oder weil du ein neugieriger Wichser bist. Schon gut. Lass sie durchs Flatsch. Okay. Was ist das da hinten eigentlich? Das ist eine Puppe. Hä? Oh, du mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, die wir mit blutigem Rot die Welt gefärbet. Was ist hier los? Und wenn gnädig uns des Weltalls König wäre, so würden wir für deinen Frieden bitten. Was seid ihr heil? Denk nach dem Paradies. Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Siehst du nicht, dass das allen egal ist? Fingers, weißt du, wo ich den finden kann? Wenn ich könnte, würde ich tauschen. Warum muss alles so verdammt konzipiert sein? Alles, was am Ende bleibt, sind ausgefranste Kabel und leere Flaschen.
Hm. Oh nein, mein Mann, wir haben echt die Kontrolle über ihr Leben verloren. Mann, oh Mann. Hey, fass sie nicht an! Ich hab keinen Schiss vor deinen Mickling. Hey, das ist Julie. Aber wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Und lass mich in Ruhe! Hey, hey. Schon klar, jeder hat mal genug. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in Sonne. Hallo! Stell dich gefälligst an! Hey, verdränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Mox, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Haben die Moxes zufälligerweise auf Fingers abgesehen? Nein, wieso? Hab gehört, den Joytoys geht es nach einem Besuch in seiner Klinik eher schlechter. Naja, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Evelyn bedeutet dir echt viel, ha? Huh? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erstmal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Du hast mal im Clouds gearbeitet? Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Okay, ich rede mal. Hilft Fingers den Typen und Mädchen, die hier in der Gegend arbeiten? Mir schon. Ohne ihn säße ich schon im Rollstuhl. Er hat dir Chrome installiert, wo sich die Real Skin abgepellt hat und mit was ersetzt, was nach Bodenfliesen aus einem Seniorenheim aussieht. Besser als verkrüppelt. Meine Freundin jetzt dreckig. Oh Mann. Bezahlen, Alter. Früher war das aber nicht so hoch, glaube ich. Warten. Okay. Keine Zeit, ich bin scheiße. Sorry, keine Zeit hier rumzusitzen. Das wären dann schon drei von uns. Ich sag dir, was drei ist. Drei Sekunden brauche ich, um diesen Laden mitsamt den Leuten hier drin zu schrotten. Meine Güte, reck dich ab! Werd dich nicht aufhalten, wenn du so verdammt eilig hast. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte einen längeren. Los, komm, gehen wir. Okay. Ränder ziehen an deinen Seelen. Ich glaube, wir können. Keine Sorge. Gehen wir rein? Tun wir es. Irgendwann. Jetzt bin ich gespannt. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Na, das ist mal eine schwierige Fangfrage. Ich erinnere mich an dich. Du warst schon mal hier. Aber bei dir bin ich mir nicht sicher. Lass mich raten. Tiger Claw? Ich gehöre zu den Mox. Aha, die Mox. Enchanté. Wir sind Mox. Also, was führt euch her? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten.
Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Bist du da selbst drauf gekommen? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich, auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Hab ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Oh Mann. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Nicht mal an so ein exquisites Exemplar wie dich. Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Ich könnte ihn schlagen, aber... Sag das mal das. Die Mox haben eine niedrige Toleranzschwelle bei Abschaum wie dir. Im Moment bin ich das Einzige, was zwischen dir und einer besonders wilden Dame der Gang steht. Also sag mir, wo Evelyn ist, sonst darfst du mit ihr reden. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab's ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihrem Raum kann man sich nicht unterhalten. Tut mir leid. Aber diesmal bist du dran. Du bist Abschaum. Erbärmlich. Überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Biefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Tja, Fingers. Das war's dann wohl. Bin nur zum Clown noch da? Nö, oder? Dafür haben wir gesagt. Guck mich mal an. Willst du gucken? Mann, oh Mann, ist das... Danke, ja. Zange. Stacheldildo? Aha.
Lass mal gucken hier. Habe ich da mittlerweile... Oh ja. Ich habe hier mittlerweile Kategorie 5. Stellt 25 wieder her und regeneriert. Der stellt 116 sofort her. Ist hier besser, oder? Nimm das hier. Blutpumpe, vielleicht könnte ich mir da mal die Kategorie 5 kaufen. Oh, ich habe Street Speed 50. Ist das jetzt das Maximum? Dann könnte ich ja quasi alles kaufen, so, ha? Geht nicht kaputt. Du musst dir Angst haben, dass du dir was einfängst bei dem hier. Boah, ihr könnt ihn haben, hier. Da. Bist du auch? Rosie Harper. Joy Toy, Gesundheitszustand, krank, fehlerhaft, beschädigt. Gib den guten Rat, lauf lieber weg. Oh. Shit. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Todesmotte, hast du den Begriff gehört? Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken. Oje, was soll ich jetzt sagen? Darknet sagt, ich kenne einen Fixer hier in der Gegend. Na ja, gut. Komm schon, wie? Ich kenne einen Fixer in Westbrook. Ich frag sie mal. Wie? Fixer verteilen keine Gratisproben von Informationen. Ich habe ein paar Dinge für sie gemacht. Sie schuldet mir nichts, aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Ich versuche in der Zwischenzeit, was über die NCP-Domain rauszufinden. Ich warte im Van. Tja, oh Gott. Kote, oh. Wakako. Wie? Nette Überraschung. Wie kann ich dir helfen? Du hast zu viele Räucherstäbchen in deinem Laden. Wie geht's, Wako? Ist das ein Vorspiel für irgendeinen abgefahrenen Gefallen, um den du mich bitten willst? Was? Niemals. Wenn das so ist, mir geht's fantastisch. Nett, dass du fragst. Und dir? Ich suche einen Braindance. Ich suche einen Braindance. Hm.
Einen bestimmten? Das Logo auf der Hülle ist eine Todesmotte. Wow. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Sei vorsichtig. Weißt du, wer sie macht? Wo sie gedreht werden? Weißt du, was ein Fixer macht? Ich erklär's dir gern. Ich bringe Geschäfte über die Bühne. Und ganz nebenbei kann ich das Unmögliche möglich machen. Und das wäre? Sicherstellen, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer und der Mittelmann nicht nur im Geschäft, sondern auch am Leben bleiben. Punkt. Das ist wirklich nett. Frag mich also nie wieder wer, wie, was, wieso, weshalb oder warum. Okay, ist wirklich verrückt. Kannst du mir so eine Aufnahme besorgen? Nein. Aber ich weiß ziemlich genau, wer es kann. Ja, wer denn? Gibt einen Laden an der Jig-Jig Street. Hat eine Büchse der Pandora voll Dreck. Frag den Besitzer. Danke, Baku. Besuche den Sexshops in der Jig-Jig Street. Ja, gut. Na gut. Isha Bass, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Ja, denn ich dachte, dass es tatsächlich hier rein muss noch. Oh, so kaufst du so. Hast du was Interessantes für mich? Kaum zu glauben hier. Kann ich tatsächlich was kaufen? Ich habe eh nichts davon. Bonusmaterial nicht kompatibel mit deiner Software. Siehst du, kannst du sowieso nicht angucken. Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig... Was Dreckiges? Nein, noch härter. Noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig... So. Was Dreckiges? Nein, noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Isha Bass, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Na dann, gucken wir mal. Hey, yo, willst du uns abzocken, oder was? Ich suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Wer hat Pablo mir nicht gegeben? Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm auch. Stehst du? Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir. Ich komm ein andermal wieder. Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Hey. Ich könnte die Straße mit deinen Eingeweiden flüstern. Was ist mit dir? Aber ich will erst, kaufst du was, oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Versuch's doch! Na los, Junge! Was hast du? Virtus. Was ist los? Auch spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Kein Rabatt. Ich bin keine Feinschmeckerin, glaub mir. Ja, klar. Ich muss nur wissen, wer sie macht und wo. Hör zu, ich verkaufe das Zeug nur. Ist ein netter, ruhiger Job. Rück Eddies raus, dann kannst du dir was aussuchen und von mir aus analysieren. Wo hast du die Aufnahmen her? Die Leute, die sie machen? Besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Sag mal. Oh yeah. Guck mal hier. Ich fürchte, ich muss das kaufen.
Illegaler Branding ist nicht kompatibel mit deiner Software. Verdammt teuer. Na gut. Damit. War mir ein Vergnügen. Triff dich mit Judy bei ihrem Van. Na gut. Was ist denn jetzt hier oben los? Ihr habt den Typen kalt gemacht. Gut gemacht. Gratis gechippt! Scheiße, echt? Was? Sie, Standardausstattung. Wow, Süße, nicht so schnell. Komm her. Also wollte er echt kein Geld? Was ist hier los? Nicht mal in Radweg. Bist du mit mir? Wie gesagt, er war fertig und meinte nur, bis zum nächsten Mal. Er hat doch nichts für mich, oder? Johnny? Mhm. Seid doch alle hier so durch. Okay. Steig ein. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Okay, tu mir's. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Oh je, die arme Evelyn. Oder auch nicht, nee, das ist irgendein anderer Typ. Stopp, 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 stopp. Editiermodus ist bereit. Sieh dich in aller Ruhe um. Eine Scaff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Vor kurzem bestellt. Qualität niedrig. Der Geruch von Sardellen, modifizierten Oliven und Thunfischproteinen. Oh Mann, oh Mann. Stopp, warte. Wie mache ich jetzt hier den Dings? Wie wechselt man nochmal die Dings hier oben? Geht nicht. Muss ein Scaff sein, sonst zieht sich niemand so an. Scheiße. Electric Corp Logo auf den Overalls. Sagt dir das was, Judy? Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Dieses Sünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm, Backeslice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Ich denke schon. Wenn das interessant ist. What the heck? Mach den nur hier! Oh. So wie Horrorfilm. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Ah, Mann.
Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Ja. Okay, auf geht's. Dann mal los. Ja, beeil dich, es ist schon fast Tag. Vielleicht schlafen die gerade und wachen dann gleich auf. Geht die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenvirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Wow, pass auf. Die Leute, die rasen ziemlich gerne. Na, das ist alles so eine kranke Scheiße, was die hier machen. Das erinnert mich ein bisschen an den Film 8mm mit Nicolas Cage. Kennt vielleicht manche. Da geht es auch teilweise um Snuff. Tada. Ist das dein Van? Ja, das ist dein Van. Das wäre kein Computer. Drück einfach drauf, ist auch egal, ob die rot ist hier. Komm schon. Cooles Tattoo. Ich genieße einfach die Fahrt ein bisschen und Gott aus der Stadt raus. Sind da, oder? Ja. Willst du nicht lieber... Ja, pack mal wo. Bis sicher ist. Okay. Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Hey, tun wir's. Mystische Fähigkeiten. Das machen wir anders. Karte. Tarotkarte. Erstmal die Kamera hier ausschalten mal. Seltsames Gravity. Okay, ich hab's. Hey, ich hab Pause, chill. Enthält 330% der täglich nötigen Vitamine. Penai.
Ah, verdammt. Ja. Was haben wir denn da? Nicola! Nächste Lang! Oh, geöffnet. War noch jemand an der Chick-Chick hat Fragen über dieses Studio gestellt. Wir können uns also entweder darauf gefasst machen, für den Filmpreis nominiert oder überfallen zu werden. Ivan Medvedev. Die Leute fragen, weil unser Scheiß richtig gut ist. Spricht sich halt drum sowas. War nur eine Frage der Zeit. Wenn uns jemand überfallen will, sollen die Wichser euch versuchen. Wir sollten trotzdem die Wachen draußen verdoppeln. Für den Fall, dass die Leute uns wegen Autogramm die Bude einrennen. Also ein Autogramm will ich ganz sicher nicht. Gerade eben hat uns folgende Einmeldung erreicht. Ein Kantao AV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert, die von einem beschädigten Kraftwerk in Santo Domingo ausgingen. Eine versuchte Notlandung des Piloten war leider nicht erfolgreich. Die Überlebenden des Absturzes sahen sich einer Bande Nomaden ausgeliefert. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau Sicherheitspersonal dreh dich um. Weitere menschliche Verluste abwehren und sich in Sicherheit bringen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und will gegen die Nomadenlage entschieden und gewaltsam vorgehen. Nach der Pause, Präsidentin Meyers hat eine Stellungnahme zum Sturm aus dem Niederlande gegeben. Ich bin seit 4 Tagen hier und mache nichts, als es dies zu schleppen. Scheiße! Komm schon, gib mir ein Ablenkungsmanöver. Schön. Judy, du kannst mir gleich mal helfen. Liebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Gleich nicht mehr. Keine Sorge, Judy. Ich bin süß mit der Waffe. Das ist eine Profi-Waffe hier. Verdammt, ich bin immer noch zu schwach hier für das. Ich brauche dringend mal mehr. Ich möchte hier. Aber wenn ich das jetzt hier. Ich komm, ist doch völlig egal. Hau raus, die Scheiße. Tja! Bitte. So, was habt ihr jetzt davon? Ihr Penner. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Hey.
Ich bin ganz nah. Ich sehe. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten Sie sie fest. Warte, warte, lass mich umsehen. Oh shit. Bin zu voll. Ich kann es kaum glauben. Guck dir mal diesen ganzen Müll an. Zerleg einfach alles. Ich muss mal wieder langsam an mein Dings ran. Mein Apartment und hier. Die ganzen Waffen, die ich nicht brauche, hier ein bisschen abladen. Dieses Hemd, das kenne ich. Hörst du das? Ja. Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Komm mit. Verschwinde da, sonst ziehen sie uns. Entschuldige bitte. Heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Habt ihr Spaß hier? An Experimenten? Komische Dings hier. Scheiße nochmal. Okay, Überwachungssysteme sind auf jeden Fall auf. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Na super. Dafür braucht man wieder technische Fähigkeiten. Der Boss, also sollte er auch wie einer leben. Das ist der Boss, weil jede Furze für einen scheiß Lohn für ihn arbeitet. Furzen wie du. Früher waren Furzen einfach nur Furzen. Jetzt sind wir... Vorsicht, die haben was gehört. Hey, wie wär's, wenn wir aufhören zu verlieren und zur Abwechslung mal gewinnen? Ich höre. Und ich, wir laden die Kisten in meine alte Karre und machen uns davon. Müssen sich trennen. In dem auf den Schrott? Damit kommen wir gerade mal zur nächsten Kreuzung, in die uns rauszerren und unsere Hirne auf dem Gehweg verteilen. Noch mehr geniale Ideen? Wäre es nicht einfacher, die einfach... Ja. Wow. Doch gleich viel besser hier. Surprise! Was ist hier los? Oh Gott! Prampa pistier! Mal gucken.
Was ist das, Arschlöcher? Sieh uns an. Nicht tot zu kriegen. Jetzt ab in den Korridor. Damals bei Samurai haben wir da drin nach Background-Tänzerinnen gesucht. Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzige mit so genialen Ideen. Das war eine unerschöpfliche Goldmine für Frauen. Das ist wirklich schön. Zum Bestand. Ja, ich komme ja schon. Ich weiß, dass man hier eine epische Waffe finden kann. Ich muss bloß aufpassen, dass ich die nicht vergesse. Herrlich. Ah, siehst du, Judy freut sich. Was dann wohl? Kondom? Ja. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Vielleicht brauche ich es mal in. Handschellen. Klassiker. Geht immer. Schön, hä? Takt menschliches Gutes. Wobei die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Das Blut. Ich sage, das sieht übel aus. Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Ich finde auf jeden Fall den Penner hier. Ah, er ist tot. Die war durch Cyberpsychose wieder. Hast du was entdeckt? Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs. Egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Das war vor deiner Zeit hier. Bevor du in meinen Kopf gekommen bist. Na schön, dann wollen wir doch mal sehen. Ab dafür. Judy, wo bist du? Hast du es gefunden? Ja. Technische Fähigkeit. Fuck. Was kann man da machen? Ja, okay, geht nichts.
Ja, dann machen wir schön weiter hier. Warum? Weil uns keine Überwachung für jeden Tag chillen können. Weil wir nicht den ganzen Tag. Vielleicht ist sie hier. Sehr nasal. Scheiße. Jetzt habe ich die Waffe gewechselt. Zusammen. Doch tatsächlich einen checken. Er hat's geschafft. Was auch immer das war. Scheiße, immer wieder. Oh, da, Errata. Das ist doch eine gute Waffe, oder? Irre ich mich, oder sollte das eine gute Waffe sein? Errata, ja, das ist eine gute Katana. Beste, die ich habe aktuell. Können wir mal testen. Wow. Leuchtet richtig. Sprengungen zwingen. Das hätte man auch machen können. Wo bist du? Na, im Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Mr. Jefferson Herale! Oh yeah. Die Waffe ist schon toll, ja. Ein bisschen Geld. Du hast deine Pause. Ich habe tatsächlich das Street Kid Maximum schon erreicht. Hier kommt keins mehr. Liberty. Ist die gut? Ich meine... Das ist doch bestimmt eine gute Waffe hier. Was war die? Liberty... Naja, gut. Die Unity ist eigentlich stärker, aber ich kann das trotzdem mal mit der probieren. Stealth-Modus richtig viel Schaden hier mit dem hier. Judy, was? Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Komm mit. Hier wieder was zum Verlinken. Da-da-da-da-da. Thank you.
Tomb Baby. Ist doch der Raum mit dem Typen hier. Eindeutig. Sogar noch der Kaffeebecher. Ach, guck die ganze. Ja, ja, den Boden an. Judy, wie kannst du nur so ruhig dastehen? Sogar noch die Pizza hier. Seine Kollegin um, oder? Ich muss nachladen. So, was haben wir denn hier? Nachrichten am Strom? Interessiert mich nicht wirklich, oder? Abschalten hier. Hey, warte mal. Da sehe ich auch nichts. Dings, ich habe die Dings kaputt gemacht. Fuck. Was? Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an. Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Ich sehe sie. Und das Kabel. Scheiße, Alter. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Oh. Okay, dann mal los. Ja. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Verdammt. Was haben die mit dir gemacht? Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Ich könnte jetzt fragen, wer hat dich mit dem beauftragt? Sag was. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutungen oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Arme Evelyn. Und sie war auch ein Teil meiner Spur letztendlich und so. Jetzt wohl nicht mehr. Hm. Seit wann rauchst du? Schmeckt scheiße und mir wird schwindelig davon. Aber wenn ich mal was angefangen habe, höre ich nicht auf. Von einem Sucht die zum anderen. Verstehe ich gut. Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Na klar. Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Hey, was ist das?
habe ein zeitlich begrenztes Angebot für einen streng limitierten Quarzbandit. War nicht so leicht, die ganzen toten Fliegen von dem Fenster zu kratzen. Aber jetzt ist der Wagen blitzblank, habe ein Bild von der Schönheit auf Autofix hochgeladen. Na nur, Schlappsidee, du musst auch gar nicht Danke sagen, ja. Werde ich auch nicht, das ist nicht mein Fall. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Hm. Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen? Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du es weißt. Okay. Muss mit ihr reden. Aber das sage ich nicht. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb ich keine... Weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Versuch's. Ich gebe gern als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Ach, Johnny. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur reden. Ich weiß es gerade schlecht, aber ich muss fragen. Weißt du, wie man den Biochip entfernen kann? Oder kennst du jemanden, der es wissen könnte? Tja, Johnny, das hat keinen Sinn. Hör zu, Evelyn. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Es ist wichtig. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann sterbe ich. Hast recht. Das ist totale Zeitverschwendung. Oh, wie nett du sein kannst. Wie Johnny einfach mit seinen coolen Lederhosen dasteht. Er ist genau die perfekte Begleitung für mich. Es hat keinen Sinn hier mit Evelyn. Die ist fertig. Aber sowas von. Es ist also Judys Bude hier. Ganz hübsch. Draußen regnet's. Das ist richtig schön, wenn man da war. Warmen Wohnung ist. Richtig schön hier. Setz dich. Darf ich mal kurz? Ich bin neugierig, tut mir leid. Einkaufsliste. Hochwertige Kontaktlinsen, Bäume mit Sensoren, bla bla bla. Nachrichten, die interessieren mich mal. Hilfe. Von Evelyn Parker an Judy. Hey, wir haben uns ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wie läuft's bei dir so? Hockst du immer noch in Sushis Keller rum?
Und bist du immer noch mit Maiko zusammen? Ich hoffe, dass zumindest eins von uns beiden sich geändert hat. Also, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Okay, eher einen riesigen Gefallen. Ist für mich super wichtig, aber für einen Gag wie dich sollte das eine Kleinigkeit sein. Melde dich mal. Dann sagt Judy hier: Hey F, willst du mir nicht einfach verraten, worum es geht? Hat das irgendwas mit deinen letzten Nachrichten zu tun? Und ja, eins von beiden hat sich geändert. Du müsstest eine Virtue für mich drehen. Das ist alles. Versprochen. Im Gegenzug kannst du dich für den Rest deines Lebens der Kunst widmen. Können wir die Details persönlich besprechen? Wo treibst du dich so rum? In Joshis Keller. Ja, aber... Mir fehlt ein bisschen hier, dass keine Datumsanzeige hier ist. Das wäre natürlich ganz nice. Zusammenarbeit. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass Judy hier mit einer Freundin vermutlich mal zusammen war, die Maiko ist. So, das ist vermutlich hier wieder irgendwie Werbung. Wir bei N54 sind der größte Nachrichtensender in NC. Vor kurzem sind wir auf ein paar deiner PDs gestoßen und waren wirklich beeindruckt. Wir möchten dir die Chance bieten, in einem jungen, dynamischen Team von anderen Künstlern zu arbeiten. Mit flexiblen Arbeitsbedingungen und der Gelegenheit, ein spektakuläres Portfolio zu erstellen. Melde dich einfach bei uns. Alles Gute, Nicole Wons. Das macht Judy nie. Hey Judy, hast du meine Nachricht erhalten? Wir würden uns wirklich freuen, wenn du unser Angebot in Betracht ziehen würdest. Ich dachte, keine Antwort wäre auch eine Antwort. Hey Judy, natürlich, ich verstehe. Sag uns Bescheid, wenn du deine Meinung ändern solltest. Oh Mann. Sondern hier von Roxanne Summer. Die kennen wir noch nicht. Nee, ich hatte eine komische Begegnung mit einem Kunden. Ich habe ihn an der Bar getroffen, als ich offline war. Er meinte, er würde schon seit ein paar Monaten exklusiv zu mir kommen und wollte mich gerne kennenlernen. Wir haben uns lange unterhalten. Er ist Konzerner. Er meinte, sein Job wäre meinem gar nicht so unähnlich. Weil er sich auch den ganzen Tag vorstellen muss. Also zum Beispiel muss er Golf mit seinem Chef spielen, obwohl er ihn hasst oder so. Eigentlich war der Typ ganz nett. Jetzt will er sich mit mir außerhalb vom Clouds treffen. Was soll ich machen? Was meinst du? Triff dich mit ihm im Lizzies, damit wir ein Auge auf dich haben können. Nur für den Fall der Fälle. Und nimm den Taser mit. Judy mal wieder. Arbeite bei uns, Judy. Oh, wieder so ein Angebot. Ey, wir sind eins der größten Filmstudios der Welt. Wir möchten dir die Chance bieten, in einem jungen, dynamischen Team von anderen Künstlern zu arbeiten. Mit flexiblen Arbeitsbedingungen und der Gelegenheit, ein spektakuläres Portfolio zu erstellen. Herzliche Grüße. Ja, genau so fängt es immer an. Lass mich in Ruhe. Judy, genau. Tja, Judy lässt sich nicht kaufen. Schauspieler. Von Judy an Evelyn. Hey F, ich brauche einen Schauspieler für einen BD. Der Kunde will so wenig Chrome wie möglich. Alter, egal. Kennst du jemanden, der Interesse hätte? Bezahlung ist nicht toll, aber auch nicht so schlecht. Bla bla bla. Ich frag mal, warum. Das war's? Ein Satz? Alles in Ordnung bei dir? Weiß nicht, Judy. Irgendwie macht mich das alles in letzter Zeit echt fertig. Ich fühle mich, als wäre ich einfach nicht für dieses Leben gemacht. Widerliche Kunden, Pornos, beschissene Arbeitsbedingungen, miserable Bezahlung. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Wir haben was Besseres verdient, findest du nicht? Ja, Judy und Evelyn waren schon ziemlich nah beieinander. Ich denke mal, Judy hat sie quasi fast schon so als Ersatzfreundin gesehen. Missgebaut von Evelyn. Hey, Judy. Sorry wegen vorhin. Ich war sauer auf Sushi und du hast deshalb Ärger bekommen. War es absichtlich oder ist es ein Fehler? Gute. Ich kenne dich. Ich weiß, wie du tickst. Aber in dem Fall hast du dich verpokert. Ich weiß.
red nochmal mit ihr. Wenn ihr euch beide abgeregt habt, das wird schon wieder. Kann ich mir nicht vorstellen. Und hier, Entschädigung. Und Julian Sidney Robert. Ich würde gerne wissen, ob sich was wegen einer unrechtmäßigen Jugendhaft tun lässt, die ich mit 16 Jahren absitzen musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mir irgendeine Art Entschädigung schuldig ist. Für den Fall suche ich nach einem Anwalt, dem ich 10% der Entschädigungssumme anbiete. Hallo, könnten Sie mir bitte weitere Informationen geben? Warum sind Sie sich sicher, dass die Strafe unrechtmäßig war? Ich wurde für den Diebstahl eines Feuerwehrautos und die illegale Nutzung eines Feuerwehrgrundstücks verurteilt. Nur habe ich das Auto gar nicht geklaut, ich habe es auf dem Schrottplatz gefunden und wieder auf Vordermann gebracht. Für das Ganze habe ich zwar ein halbes Jahr gebraucht, aber am Ende war das Ding besser als fabrikneu. Die haben mich bei meiner ersten Fahrt eingelocht. Niemand hat mir geglaubt, dass ich den Wagen nicht gestohlen habe. Interessant. Eine Entschädigung vom Stadtrat zu erkämpfen ist extrem schwierig und meiner Ansicht nach nicht die Mühe wert. Sie glauben mir also auch nicht. Na, danke für gar nichts. Ja, so sind sie halt. Du hast keine Chance. Aber interessant, was die hier alles drauf hat, hä? Ohne Henry. Ja, ja. Na, warte mal, kann ich eigentlich hier von dem Dings heraus meine Wohnung verändern? Wo ist es denn? Nee. Nee, kann ich nicht. Ja, gut. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Oh, davon bin ich überzeugt. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen... Ach, wir... Lass mal gucken. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Beef-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo-Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben ihr Gebiet im Animal Kingster. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das... oder jemand hilft ihr. Ja, ein bisschen kann man sie schon erkennen. Ja, auch dunkelhäutig ist sie. Da ist Evelyn. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Parfait Brie. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte... Mehr hier. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht jetzt aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Dann vielleicht darauf. Biochip, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Tja, mehr gibt's nicht. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du?
Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Die haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ihr nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Tja. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Ja, schieb rüber. Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Aha. Versuch das Telefon zu skippen. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Das ist interessant. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeit-Übersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Okay, ich gehe nochmal an den Anfang zurück. Ja, guck dir an, sie lauscht sogar richtig. Alt, und der hat doch Johnny gesprochen, oder irgendjemand, hä? Okay. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Abgefuckte Scheiße. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Oder auch nicht. Hinten Wie? Steht er. Hast du eine Idee? Ja, ehrlich. Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablet servieren kann. Kennst Alt. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube,
kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Meine Güte. Ist doch verrückt hier alles. Das sind hier laute Dings wieder. Das ist neu. Grüne Tod. Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo Boys erreichst? Frag mal rum. Ich höre mich mal um. Werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke. Danke, Judy. Nein, wie? Ich hab zu danken. Du bist ein guter Mensch. Evelyn konnte nie den wahren Charakter von Menschen lesen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, dich kennenzulernen, dann... Wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Vielleicht wäre das... Oh, was ist hier? Das Bad. Hey, ich kann hier noch reden. Oder auch nicht mehr. Ist hier alles... Ah. Wusste nicht, dass sie Ahnung von Robotik hat. Okay, das ist echt geil. Und das macht sie zur Entspannung? Nach einem langen Tag Hardcore-Pornos-Tune? Warum nicht? Hey, ich kann's verstehen. Ah, interessant. Sieht aus wie in einem Antiquitätenladen hier. Dann passt du ja prima ins Dekor. Die Braut hat Geschmack. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Wie sie dich anguckt. Tu nicht so, als hättest du es nicht bemerkt. Komm, ich spüre doch, wie du ganz wuschig wirst. Alle glotzen mich so an. Bin ich auch nichts dafür. Aber hier drin gibt es noch Sachen, aber ich komme nicht mehr rein. Kann man nicht scannen? Ich hab das vorher aber nicht bemerkt. Mensch. Ist sie eingeschlossen? Jetzt bräuchte ich Mod, dann könnte ich es auch machen. Weil hier ist noch was. Sieh mal einer an. Die Bushido-Sammlung im BD-Format. Die ersten drei sind mittlerweile Sammlerstücke. Geiler Scheiß. Draußen regnet es immer noch. Ich war jetzt den ganzen Tag auch wieder bei Judy hier so. Ja, hier komme ich jetzt leider nicht mehr rein. Ganz die dreckige Wäsche. Na gut. Bis dann, Judy, wir sehen uns. Ruf Mr. Hands an. Wieso das denn? Mittlerweile Mission. Mr. Hands mit dem Voodoo Boys? Ja, gut. Aber erst viel später. Wie gesagt, wenn wir das mit den Voodoo Boys dann langsamer haben. Weiß, dass es dann mit dem DLC startet. Ich habe keinen Nerv dafür. Okay. Ich glaube, ich schaue jetzt mal wieder an meiner Bude vorbei. Bin völlig fertig. Ich fahre jetzt dorthin. Ich werde hier noch ganz nass. Ist tatsächlich nicht weit, oder? Wo wohne ich überhaupt? Frage, wo? Ah, mein Apartment. Vielleicht ist der. Ist dieses Chamäleon mittlerweile geschlüpft. Ah. Was für ein Tag mal wieder.
dass es Evelyn bald wieder besser geht. Dass es mir ein paar Antworten gibt noch. Sieht noch gut aus. Wie hat jetzt bestimmt seit 2 Tagen nicht mehr geschlafen. Ein Kantao AV ist vor den Toren Nazis abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert, die von einem beschädigten Kraftwerk in Santo Domingo ausgingen. Eine versuchte Notlandung des Piloten war leider nicht erfolgreich. Die Überlebenden des Absturzes sahen sich einer Bande Nomaden ausgeliefert. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau-Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren und sich in Sicherheit bringen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und will gegen die Nomadenlager entschieden und gewaltsam vorgehen. Auch das noch. Nach der Pause, Präsidentin Meyer... Haben die Nomaden auch noch einen Haufen Probleme deswegen. Hey, was hast du eigentlich da? Hast du gute Knarren jetzt? Da ich jetzt das höchste Street-Kid-Level habe, drehen die mir eigentlich an sich nur das Beste an. Das Problem ist bloß... Schema. Die normalen Handgranaten finde ich ehrlich gesagt am besten. Muss auf eine richtig gute Waffe sparen. Fällt mir ein, ich muss auch mal wieder mehr mit den Drähten umgehen. Ich dachte am Anfang, ich hätte echt zu viel Geld mit, aber dann muss ich sagen, ich habe viel zu wenig. Weil diese ganzen Sachen so viel kosten. Ich will nicht mit dir streiten. Ich kann mir nicht mal eine neue Wohnung leisten. Gucken. Jetzt sollte ich mal mehr Waffen verkaufen. Also. Sieh mal. Hey, sieh mal. Siehst du das? Hey, Kätzchen. In die Wohnung. Tja, das war's wohl. Genau, das war's mit der Ruhe. Ich würde mir gerne mal einen neuen Look für meine Wohnung wünschen. Das muss jetzt einfach sein. Dieses Pink ist zwar schön, aber... Mundstelle. Was soll ich noch nehmen? Dämmerung. Ich nehme das hier. Die 10.000 habe ich auch noch. Das Ei ist immer noch nicht geschlüpft. Muss ich mal ein paar Waffen hier reintun. So, also diese Waffen hier. Das ist die Waffe von dem Typ, die ist ja eigentlich auch ganz nice. Die ist nicht weg, tun, Skippy. Die behalten wir. Hm.
Werden die nicht hier hingehängt oder sowas mal? Da hängt eins. Das Messer. Ganz bestimmte Waffen mal vermutlich nur. Okay, ich bin fertig. Gepennt für heute. Oh, nur ein paar Stunden. Stehen wir noch zu lange. Gute Nacht. Hier könnte ich ein bisschen mehr Schlaf vertragen, aber ich liebe die Nacht einfach in Night City so sehr. Ich kann nicht anders, was das hier. Grüße aus Des Moines. What? Springt in den Topf und stellt euch auf den Kopf. Ich lebe noch und ihr seid alle tot. Verarschen kann ich mich selber. Nachrichten, ja. Jeder, der mir schreibt, schreibt ihr übers Handy, also von dem her. Ich habe im Handy Mr. Hands. Nee, der kann mich mal. Der kann noch lange auf seinen Anruf warten. Wobei. Anrufen schadet ja nicht. Jetzt schon mal. Wie ruft an? Also geht's wie gut. Ich muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden. Wenn du das hinkriegst. Ah, du meinst es heute echt ernst. Ich merk schon. Die Voodoo Boys werden von Maman Brigitte angeführt. An die kommt man nicht so leicht ran. Ja, ich dachte eh nicht, dass du das auf die Reihe kriegst. Wie? Umgekehrte Psychologie? Bei mir? Das ist nicht dein Ernst. Maman Brigitte? Ist das ein Spitzname? Fieser Kultname? Leider konnte ich sie darauf noch nicht bei einer Tasse Tee ansprechen. Aber nein, trotz mancher Gerüchte hat der Titel keine religiöse Bedeutung. Die Voodoos nehmen ihr kulturelles Erbe nicht so ernst, spielen damit eher ein wenig rum. Machst du echt keine Geschäfte mit denen? Erstaunt dich das? Ich vermeide gern unnötige Risiken. Das geht bei denen nicht. Aber ich kann die Fühler ausstrecken. Fragen tut nicht weh. Dafür brauche ich ein paar Informationen von dir. Um die Sache einschätzen zu können. Was ist hier? Sagen wir mal, ich habe was, was sie haben wollen. Echt? Du hast was für die VDBs? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die bleiben für sich, haben ihre eigene Tech, eigene Netzwerke. Aber wenn du darauf bestehst, ich frag mal rum. Wenn irgendwas zuckt, melde ich mich. Mach das, lass dir Zeit. Ich beschäftige mich derweil anderweitig. Ich schau mal, was haben wir denn für schöne Quests? Takemura. Was ist das eigentlich nochmal? Was hat der da vor? Das wollte ich mal machen. Und dann, ja gut. So, bin ich gekleidet oder? Ja gut, ich ziehe wieder meine. Habe ich denn hier? Wenn ich schon dieser Dame entgegenkomme, dann sollte ich auch passend gekleidet sein. Halt. Aber nicht diese Jacke drüber, die brauchst du dann nicht. Und dann. Sowas verkaufen wir nicht.
glauben wir ihm nicht. Aber er hat es hier gekauft. Hat er sich verwechselt. Neue Nachrichten hier. Und als wäre das nicht genug, hat Militech 34% seiner treuen Angestellten auch noch zusätzlich dazu Rentenpakete versprochen. Weitere Nachrichten. Ob es da noch eine Rente gibt hier in der Zukunft. Eine dringend willkommene Ausweitung seiner Befugnisse. Ab dem heutigen Tag ist es der Polizei erlaubt, Tatverdächtige für bis zu ein Jahr ohne offizielle Anklage festzuhalten. Oh. Das NCPD hat noch einen weiteren Sieg durch eine neue Regelung errungen, die besagt, dass ein Schuss in die Gliedmaßen fortan als Warnschuss gilt. Mhm. Für die Polizisten soll das mehr Sicherheit bringen. Das Amt für kybernetische Technologie im NCPD. Ich brauche dringend mal Geld. Ich brauche dringend. Was ist da? Oh, da spritzt immer noch das Wasser raus. Kann ich mal was verkaufen? Ich habe doch so viel Zeug. Ich brauche jetzt einfach mal Kohle. Es geht nicht anders. Nein, 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 nein. Dieses hübsche Ding nicht. Die möchte ich eigentlich auch nicht verkaufen, aber ich habe keine Wahl. Ich bringe eigentlich fast immer alle dasselbe Geld. Also von dem her einfach weg damit. Ich habe früher immer viel verkauft und habe dadurch Geld gemacht. Heute tue ich ja alles zerlegen, weil ich die Teile brauche. Auf der anderen Seite ist das Geld jetzt dann auch mal wichtig wieder. Heute ist dein Glückstag. Zumindest wenn du deine Pläne in Pacifica ernst meinst. Du kannst also doch Wunder bewirken, ha? Wie gesagt, egal was du zu bieten hast, den Voodoo Boys ist es, Zitat, scheißegal. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Aber sie haben ein Gegenangebot für dich, einen Auftrag. Wenn du ihn erledigst, darfst du mit Brigitte sprechen. Weißt du, worum es bei dem Auftrag geht? Wieso? Macht das einen Unterschied? Du wirst ihn eh nicht ablehnen. Das erfährst du alles später. Du kennst mich mittlerweile zu gut, ich ja? Ich hab sowieso nicht gefragt. Mit den Voodoos zu reden, ist wie einem Alligator einen Zahn zu ziehen. Für alle Beteiligten schmerzhaft. Okay, mit wem muss ich reden? Die Kirche, Sloan Lane, drinnen am Altar. Man wird dich ansprechen. Verstanden. Danke, Hans. Tja, ich habe für ihn gearbeitet, jetzt hat er mir einen Gefallen getan. Der versteht wirklich sein Handwerk, das muss man schon sagen, aber wie gesagt... Ich traue dem Voodoo Boys kein Stück. Okay, dann gehen wir mal zu dieser Elizabeth nochmal. Was? Triff dich mit Elizabeth? Hä? Hier ist es? Dachte ich, soll hier. Wie nehme ich an? Bitte steigen Sie ein. Okay. Könnte auch eine Falle sein. Okay. Hallo, wie? Ich bin Jeff. Nein, 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 warte, 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 warte. Das ist der falsche Quest. Den will ich jetzt nicht machen. Den will ich jetzt nicht machen. Weil der hält mich die ganze Nacht sonst jetzt auf. Ich hab das verwechselt. Ich dachte. Ich will nicht die hier treffen, sondern ich meinte eigentlich die. Ich komme mit den Namen durcheinander. Marilith Staus. Hat doch gesagt, ich soll's hier. Wo war die nochmal? Zur Kapelle? Nee. Wie ist der Quest nochmal hier? Ist das gewesen? Ja. Okay. Muss ich noch mal einen kleinen Umweg machen. Ist mit dem Wagen kein Problem hier. Werden wir geschmiert hier. Wie
Ich muss sagen, nachts gefällt mir die Beleuchtung wirklich sehr gut. Das hat was. Weg da. Das ist viel zu langsam mit euren Schlottkern hier. Falsch gefahren. Geiler Sound hier. Kannst du gut abrocken. Los hier. Damn, das wird mein Auto um. Was? Wie? Gut, dass du reingehst. Ich glaube, ich könnte deine Hilfe brauchen. Du glaubst? Ich glaube, okay. Ich brauche auch bald Hilfe hier. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Können wir uns treffen? Wow, wow, atme erstmal durch, Panam. Was ist denn los? Erinnerst du dich an Saul? Anführer meines Ex-Clans? Aha. Ihr habt euch zerstritten oder so. Aber das ist jetzt egal. Wir haben ihn. Wir sollten das nicht hier besprechen, wie? Sag mir einfach, wann und wo. Du ahnst ja nicht, wie schön es ist, das zu hören. Komm zum Aldekaldos-Lager. Ich erklär's dir dort. Die Aldekaldos? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ach, ist eine lange Geschichte. Beeil dich einfach. Ich bin schon da. Die ist gestern golfen und schon schreibst du die nächste Saat durchs Dorf. Naja, wieso überrascht mich das alles nicht? Immer muss ich erhalten, aber ich freue mich ja. Und bloß, dass du mich hast. Ich muss bloß die richtige Nummer finden. Hallo? Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Ehrlich gesagt doch. Hey, da ist eine geile. Links da. Verdammt, was jetzt? Und was jetzt? Hallo? Hast du mich mal gefragt, ob ich das überhaupt will? Super. Weitere Lesbe, die total auf mich steht. Irgendwas mache ich falsch. Ich bin einfach viel zu nett. Bis zum nächsten Mal dann wie. So ist die Konzerngötter denn wollen. Bis zum nächsten Mal. Hast deinen Spaß mit mir und lässt mich einfach so liegen hier. Wen hältst du mich? Und dann auch noch in so einer billigen Absteige hier. Ja, jeder hat seinen Fetisch. Auch die Konzerne. Elektrischer Schlagstock. Den nehme ich mit. Marilis out. Manchmal sind zwei Menschen zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort. Und was willst du mir bitte schön damit sagen? Also schön. Wir hatten unseren Spaß. Aber jetzt gehe ich. Ja. Panam muss noch ein bisschen warten. Ich muss mich auch mal um andere Sachen kümmern. Aber die Delamain Taxis. Das möchte ich auch mal machen hier. Mal schauen. Bei Takemura. Ich treffe mich mit Takemura. Ist
seine Hauptquest. Wow, was ist das für ein Licht? Es ist schon wieder Tag. Das reißt ihn ja total raus hier. Das Auto ist einfach toll. Dann möchte ich aber auch zu dieser Karte. Oh nein! Ah, kleine Delle sieht man doch kaum, oder? Das Auto ist cool. Na ja, gut, ich gebe zu, ist ein bisschen verkratzt hier. Aber die Autos der Zukunft sind sehr robust, also von dem her. Oh, was haben wir denn hier? Müll. Ah, oh, interessant. Ja, der Hero-Pop-Part. Shuri. Hey, hey, wie läuft's wie? Hast du schon diese Voodoo-Boys gefunden? Noch nicht. Können wir vorstellen, was ist da? Pass auf dich auf, okay. Ich will nicht, dass dir auch noch sowas passiert wie F. Hm. Johnny hat ja gesagt, Judy steht auf mich. Sie sieht mich so komisch an. Ja. Ach, ich sage, ich bin einfach zu nett. Wie geht es Evelyn besser? Unverändert. Sie ist irgendwo in ihren Kopf gefangen. Das muss die Hölle für sie sein. Sorry, ich muss los. Bis dann. Okay. Aber schön, dass sie sich mal meldet. Also. Okay, dann warten wir. Schön, dich zu sehen, wie. Kann ich mir vorstellen. Ist ziemlich ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Und was, wenn uns Hanakos kleiner Botenjunge verpfeift? Das würde er nie tun. Er ist ein Mann von Ehre. Genau, weil es bei Arasaka von solchen Typen nur so wimmelt. Du verwechselst wahre Ehre mit der belanglosen Moral, nach der du lebst. Und Auto? Gut. Sonst ist hier nur getarnt unterwegs. Takemura-san. Oda.
Ist sie das? Deine Diebin? Ja, sie ist deine Zeugin. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Ich war da, hab gesehen, was passiert ist. Yorinobu hat den Alten erwürgt. Ruhe. Kein weiteres Wort. Ja, ich hab du nur die Wahrheit gesagt. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir eine Zeugin für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Oh Mann, komm schon. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama... Entschuldigung, aber dauert das noch lange? Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich, dass ich nicht du bin. Du darfst das nicht ignorieren. Oder? Was? Der Typ hat für die Machtübernahme von Arasaka seinen eigenen Vater getötet. Interessiert dich das oder nicht? Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Kann ich dein Ernst sein? Gut auf, mein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Er soll sich verpissen. Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Das hätte nie gut gehen können. Und doch haben wir einen kleinen Erfolg erzielt. Hä? Wie meinst du das? Was Mutter sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade, das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Hey, Moment. Nicht so schnell. Du tust so, als würden wir uns in eine SBEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist es. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Jetzt sofort? Kommst du mit? Klar. Warum nicht? Warum nicht? Du fährst diesen unauffälligen Dreckswagen. Mein Wagen bleibt stehen. Wir hätten ja auch meinen Wagen. Gigi Street. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt. Hey, du machst dich lustig. Zu oft. Alles okay bei dir, Goro? Ja, woher die plötzliche Sorge? Wir haben gemeinsame Interessen, du und ich. Schon vergessen? Garantiert nicht. Gut, weil man sich in Night City Blei schneller einfängt als eine Erkältung. Und ich dich lebend brauche. Ich lebe und bin wohlauf, wie du siehst. Sorg dich um dich selbst. Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist? Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreiben kann. Yorinobu und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, so sind die Politiker. Desto größer die Lüge.
alles Lügner. Oder am Radio laufen für eine Musik. Du stehst wohl auf Cameron Diaz. Da kann man richtig schön entspannen wieder. Ich finde es schön, wenn man hier durch die Stadt gefahren wird, immer so, dass ich einfach mal nichts tun brauche. Das sind die schönen Momente mit deinen Freunden. Ja, wir sind vielleicht nicht die dicksten. Wir arbeiten quasi irgendwie aus der Not zusammen. Beziehungsweise ja, er will halt Hanako beweisen, dass der Sohn es war, der die Dings da den Vater umgebracht hat. Dazu braucht er halt auch mich. Gewissermaßen auch als Zeugin und so. Klar, Arasaka hilft mir auch mit dem Chip irgendwie vielleicht. Also zumindest ist es meine Hoffnung. Muss ihn also auch irgendwo helfen dabei. Hey, ich bin schon da. Tja, dann gehen wir mal da. Kennst du den Weg, weil du vorgehst? Die schon wieder hier. Ich glaube, so ein Viertel gefällt dem hier überhaupt nicht, den guten Takemura. Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Das Geräusch hat mir gefehlt. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich entschuldige, ich habe Gäste. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund? Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Takemura Goro des. Hohe ni sonjimasu, Okada-sama. Ein echter Gentleman. Ach, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Eddies natürlich. Geht doch immer um Eddies, Wakako. Du willst sie und wir haben sie. Wir beide wollen einfacher es. Geht's nicht. Dann redet. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Bevor du zum Hörer greifst, bist du schon erledigt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also Arasaka. Wieder mal. Ja, ganz recht. Was ich nicht verstehe, ist... Digitale Zeitung. Warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo, oder was? Ja, du weißt, was los ist. Arasaka und die Tiger Claws. Als würde der Hund die Katze vögeln, oder? Hast bestimmt keine Sympathien für die Mörder deines Enkelkinds. Das ist sehr lange her. Zeit heilt alle Wunden, ha? Huh? Aber so eine... So eine Wunde nicht. Nein. Es ist alles auf den Splittern. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Ey, mein Geschenk an euch. Oh. Gratis. Oh, komm jetzt her. Oh, gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher?
Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Japantown. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Dashi-Wagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt's Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen. Und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich, denke ich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Gar nicht neugierig, warum wir uns all die Mühe machen? Ignoranz ist in meinen Augen ein Segen. Außerdem finde ich's ja bald raus, oder? Mit Sicherheit. Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Okada-sama. Eine wirklich reizende Frau. Ja, sie ist Japanerin, ne? Könnte genau das sein, was wir brauchen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Pass auf dich auf, Goro. Pass auf dich auf, Goro. Du auch. Bis zum nächsten Mal.